Haben wir jetzt Ton? Einen Moment. Ja, jetzt haben wir Oh Ton. ja. Wir haben Ton. Dann müssen wir den hier lautlos machen, ne? Alles Alles klar, klar, ja, jetzt Ton Ton. kommt. Oh. Geht's jetzt, ja? Soll ich mich jetzt mal auf TeamSpeak stumm schalten? Wo sind die überhaupt? Ja, also. Da. Naja. Wir können ja auch so machen, ich könnte den Livestream ohne Sound gucken und kommentiere nicht einfach zum Spiel, sondern wenn irgendwelche Fragen habe oder sowas, könnt ihr mich fragen. Ja, das können wir auch machen. Also das ist, man klingt meiner Meinung nach logischer. Weil ich weiß eh nicht, ob es den Spielsound überträgt. Das können wir jetzt ausprobieren. Ich starte jetzt einfach mal hier. Guck mal, das sind wir. Sind on air, Junge. Yep, ich schalte das Spiel. Ja, hörst du es nur aus den Lautsprechern bei uns oder auch so? Ich habe gerade den Livestream gemutet und höre es gerade von den Lautsprechern von TS. Okay. Also vom TeamSpeak. Und was kommt hier an? Jetzt wird's leiser. Ja, weil ich gerade meine Lautsprecher. Alter. Mach das mal hier, dass man das hört. User left your channel. Mach mal User lauter. joined your channel. Sorry. Ja, mit FN und irgendwas, glaube ich. Muss ich noch lauter machen. Warte. Ja, mach mal. Muss ich schon aufmachen. Ja, man hört aber alles, ne? Ja. Hey, wake up. Ja, also ich höre das Spiel auch, aber relativ leise. Also über den Livestream kommt es gerade volle Kanne an. Aber ich mache jetzt hier mal wieder laut. Boah, mein Gott. Wow, Junge. Also lauter als so kann ich eigentlich nicht machen. Sag mal was. Hallo? Ja, okay. Also dich höre ich gut. Gut. So. Wie viele Viewers? 8 Viewers. Es sind acht Leute Leute, mit dabei. wenn ihr euch einloggt, da beim Chat mit euren Facebook-Daten, dann könnt ihr mit uns kommunizieren. Wollte ich nur mal so sagen. Oder sie sind bei Justin, die Frage. Oder so. Aber mit Facebook sind, glaube ich, mehr angemeldet als mit Justin, meine ich. Ja. Sind wir auch gut drauf auf der Cam? Ja, relativ gut. Ja, lass mich mal einen Sack swallowen. Ja, sollen wir da mal anfangen zu spielen? Ja, könnt ihr Sind ruhig schon machen. 10 Minuten drüber. Ja. Aber wir haben jetzt auch hier 7 Viewers. Und ich denke, wir legen los, ne? Ja, Habt ihr auch die neue Map Reset bekommen? Game. Ja, ne? Was habe ich bekommen? Die neue Map. Wo? Habe ich doch gesendet. Wo? Ach, da hier Ja. bei Sippy Share. Warte, ich lade sie Ja. runter. Sippy Sippy. Na? Öffnet das jetzt oder was? Jetzt. Du, irgendwas hat es gerade deaktiviert hier an Hardware. Geil. Map Number One. Aber wir spielen zuerst nochmal deine alte, oder? Ja, warum nicht? Hätte ich gesagt. Meinst du, der erkennt so automatisch, dass ich jetzt hier eine neue hinzugefügt habe? Probier's mal. Vielleicht musst du das Spiel neu starten, bin mir Ja, nicht doch, sicher. geht. Aber ich spiele die Map von der Gamer 36. Das ist die dritte Stimme, die ihr hier hört. Hallo. Ja. Hey, wake up. Was? Stell mal auf HD, können wir nicht. In der Free Version haben wir nur 720p. Mehr Qualität geht leider nicht. Aber ich finde, es passt eigentlich, oder? Also wir haben es hier nebenbei auf dem Laptop laufen und das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Achso, du hast Pause gemacht. Du hast Pause gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist hier Admin oder du kannst es hier stumm machen, wenn du willst. Wir fangen mal an. Ohne Intro. Let's Auf play. Kita. Ja, los klar. geht's. Es geht los, Jungs. Junge. Bist du aufgeregt? A little bit. Und Nein. passt es vom Licht? Nein.
Passt. Nee, heller geht's kaum. Heller geht's kaum, so was er in den Gameplays bis jetzt auch. Wir haben direkt mal News für euch. Und zwar kann man auf der SCP Homepage sehen, wo man die neueste Version runterladen kann. Sind wir im letzten Gameplay schon mal drauf eingegangen auf die Neuerungen, ne? Das SCP 294. Ja, ich hab. Das sieht voll glossy aus, ne? Ja, manche Stellen sieht so glossy aus. Manchmal ist es total dunkel, dass man ihn kaum erkennt. So, Navigator, ich benutze Navigator nicht, weil sonst kackt das Spiel wieder ab. Ist es bei dir auch schon mal passiert? Ja, also ich habe den Kurs auch mal auf super fein, genau. Auf kannst, sehr fein kannst du gemacht. Dein Mikro ein bisschen lauter stellen? Lauter, einen Moment. Weil wenn ich mein Lautsprecher so laut mache, dass wir dich gut verstehen, dann ist das Gameplay übertrieben laut. Ein bisschen geht noch, oder? Ja. Trendy hat mir glaube ich da. Wenn du laut im Gegenspiel stresst du schon so ein bisschen. Schauen wir mal. Wie das Spiel geht. Keycard. Ich bin ja letztes Mal gar nicht in dieses Media of Diseases geguckt. Hattest du eigentlich schon mal andere Krankheiten? Also bei mir kommt das immer Cancer of the Lung, aber... Das hatten wir auch beim ersten Mal. Und yep, beim letzten Mal hatten wir irgendwas mit Heart. Ja. So Herzinfarkt oder Herzinfarkt. Ah genau, wie hieß das irgendwas? Halt, wenn man das nimmt, dann stirbt man nach ein paar Sekunden. Und ich war halt damals so blöd, ich diese Encyclopedia of Disease kam irgendwie so gegen Ende und ich hab mal so, naja, hab mir mal reingeguckt und dann starb ich. Moment, geht gleich weiter. Hier einen kleinen Workaround. Das ist so laut war ich jetzt auch nicht. Ja, warte. So. Ich glaube, jetzt passt es besser. Ist ja kaum leiser. Doch. So. Hey, bin ich dann im Raum vorbeigelaufen? Jetzt fehlt doch noch die Level 2 Keycard, ne? Ich habe keine Ahnung. Welche Map ist das jetzt überhaupt? Die alte? Das ist die noch große, die wir das letzte Mal gespielt haben, wo wir gestorben sind. Die letzten viermal haben wir die gespielt. Aber irgendwo brauchen wir eine Level 2 Keycard, oder? Ich glaube ja. Ja. Die haben wir irgendwie verpasst. Wir verirren uns nein. Nee. Da müssen wir... Also wenn ich euch mal einen Tipp geben kann, in diesem Office-Room davor gab es glaube ich mal eine Keycard unten. Ja, einen habe ich, die Level 1 ist die. Ich meine nicht den am Anfang, sondern gerade diese Office, wo unten diese Computer waren. Da wo die Ente ist. Ja, genau. Ja, von da habe ich die Keycard. Nee. Doch. Ist das die von Start? Oder nicht? War das eine Level 2 Karte? Geh nochmal. Ich schau nochmal. Da ist noch ja. Eine. Ist auch noch eine. Level 2, ja, so haben wir alle. Dürfen wir halt nur nicht versammeln. Ich, also ich habe so eingestellt, dass wenn ihr diese Räume vorbeigeht, dann dass ihr dann bei 914 genau 3 Keycards haben solltet. Ja, das hatten wir beim letzten Mal auch, aber ich frag mich, wo die dritte war. Hier dann. Ne, da ist keine. Ja, genau da hast unten. Du die am Anfang nicht genommen? Ich glaube, die am Anfang habe ich nicht genommen. Okay, aber wenn ich es nicht schaffe, dann gehen wir zurück am Anfang dann. Okay. Nehme ich die von dort. Cool. Aber keiner hat die. Oh, der Fleisch kann man hier einfach nur genießen. Würde mich mal interessieren, ob Maxigu 123 dabei ist. Wenn ja, dann soll uns doch mal bitte irgendein Zeichen geben. Was machen wir zuerst? Gasmask, oder? Und stehen da. Ja, very fine. Wenn der jetzt per Live-Chat dabei wäre, dann könnte er jetzt sein Liedchen singen.
Da hat so ein bestimmtes Liedchen, das er immer trüllert, wenn er irgendwas durch die Maschine jagt, um die Wartezeit zu überbrücken. Das klingt ein bisschen wie so eine Marschmelodie. Eigentlich cool. Einser, oder? Einser zuerst auf Verifine? Ja! Wie immer. Ihr könnt auch beide gleichzeitig werfen, also das macht keinen Unterschied. Ja, wenn es dann beide versemmelt, ist halt scheiße. Bisher jedes Mal, wo wir die Kika zusammen mit irgendwas anderem reingeschmissen haben, dann kam nur Scheiße bei raus. Ja, ich glaube, das war Zufall. Ja, ich glaube auch, dass das Zufall ist. Was war das gerade für ein Geräusch, Mann? Ein Scanner kam das. Omni. Ja, Glück gehabt. Wir müssen nicht zurück zum Anfang. So, die Batterien können wir wegschmeißen, Gasmaske haben wir, Omnikarte haben wir. Ja, Batterien für Weg. Ja. Und ich hab Hänsel. Release the virus? Das war das Hänsel und Gretel Style. Na. Hast du eigentlich schon mal den Virus released? Also ich mache das immer so, wenn ich den sehe, dann release ich ihn sofort und versuche dann irgendwie so diese Pille zu finden. Das macht, gibt dann einen so einen Druck und so einen Push, das macht Spaß. Ja, wir haben ja einmal diesen Safety Overall angezogen, während wir das gemacht haben, und dann wurden wir halt nicht angesteckt. Ja. Ich weiß noch damals, als 008 zum ersten Mal released wurde, da gab es diesen Knopf nicht, man musste sich so reinglitschen. Das stimmt, wir haben noch nicht da reingekommen. Da haben wir nur durch dieses Sicherheitsglas gesehen. Mhm. Aus dem Livestream kommt jetzt alles an, ne? Ton und alles, ne? Ja, also das Bild kommt zwar 5 Sekunden verzögert, aber eure Stimme und den Spielsound, den euch. Perfekt. Dass dann hier die Zuschauer gucken und sich wundern, dass unsere Münder sich bewegen, aber kein Ton ankommt. Aber ich glaube, das müsste jetzt so alles passen. Naja, ich höre euch ja gerade vom Teamspeak. Ja. Den letzten habe ich ja gemutet. Kannst du es ja nicht beurteilen. So. Ja, ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Ne? Ich glaube nach rechts nicht. Rechts müsste eine Sackgasse sein. Ja, dieser. Doppelt, glaub. Ah, ne. Wow, das war sauknapp. Ich glaub, da können wir den reinlocken, oder? Da das so Stromding. Oh nein. Da ist der Stromzaun? Nein. Und der Elektrozaun, oder? Dieser Leuchtturm. Nächstes. Jungs, mach mal die Gasmaske ab, es ist ein bisschen dunkel. Sorry. Was ist die Tür da vorne? Nee. Was ist das hier für ein Raum? Nochmal. Und dann kommt der Computer. Glaube ich. Hä, hey, normal kommt doch dann. Meinst du, wir haben ihn abgehängt? Ich hoffe. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Ah, das ist diese Kreuzung, okay. Wo ging es in die andere Richtung lang? Bei dieser Dreierkreuzung, dieser Brücke da? Ich habe keine Ahnung. Ja, von da kommen wir her. Batterie. So. Wir kommen in diesem allerersten Raum. Oder kommen wir hier? Nee. Die Spannung steigt schon wieder. Da kommt er. Oh. Ich hasse es. My eyes. So. Wir sind instinktiv den richtigen Weg gegangen. Das ist wieder klasse, wenn ihr Glück gehabt, oder? Wir spielen jetzt die Map zum 5. Mal. Aber alles einprägen.
Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich gerade 3 erschrocken. Dark Control off. Die müssen wir dann wieder anmachen. Obwohl wir jedes Mal wissen, was passiert, aber... Ja. Genauso mit dem Rauch. Ja, entweder geht das Licht aus oder der Rauch kommt. Ja. Oder der Rauch kommt dann viel plötzlicher. Ja. Irgendeine Frage, habt ihr eigentlich schon mal warte. Komplett durchgespielt? Stör Geräusch, sag jetzt. Habt ihr Gate B eigentlich schon komplett durchgespielt? Einmal? Wir haben Gate B einmal erreicht in dem Video. Ich glaube, Alex B war das, ne? Ja, das habe ich gesehen, aber habt ihr mal so privat Gate B mal erreicht? Nee. Gar nicht. Gate A schon tot. Irgendwie kein Let's Play oder so gesehen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen uns selber herausfinden. Ja, ich habe schon mal gesehen. Also das eine, es gibt ja gerade zwei, ne? Zwei verschiedene Enten. Und eins habe ich schon mal gesehen. Die eine Ente, die ist in diesem Raum mit dem Büro, ne? Was? Es gibt zwei Enten. Ah. Ach so. Oh, laber. Debe. Debe. So, jetzt. Hey, guck dir mal bitte an. Nein. Lieber nicht. Ah, das war nicht yeah. Shit. Hat der mit ihm seine Animation verbessert, ne? Wenn der jetzt auf dich zukommt, dann macht er so einen Frog Splash. Macht er so einen... sein... Der ist nochmal Hecht auf dich. Ja. Ne, das ist der Frog Splash. Vom Wrestling. Ah, genau. Das erinnere ich mich. Das klingt ja wie so ein Frosch auf dich zu. Mhm. Das war gut. Das war so, als er von hinten kam, das war so genial. Wie wir geschrien haben. Von hinten? Ja. Aber der kann ja irgendwo herkommen, ne? Das ist total unlogisch. Ja, der... Genau, wie er das macht. Weil wir haben den... Der war ja schon mal hinter uns her. Ich mach wieder runter. Und dann sind wir von dem geflüchtet. Und dann irgendwann kam der dann aus der Tür raus und haben wir geschaut, also wir haben gesehen, dass die Tür rot war. Das heißt, dass es so ein Raum in der Sackgasse war. Mhm. Der hätte da gar nicht hinkommen können. Also das heißt, man kann ihm nicht entkommen durch Fortlaufen. Ob man den vielleicht trocken kann? Ich glaube, man kann ihn zumindest nicht töten, aber dadurch paralysieren, dass er halt eine Weile stehen bleibt. Aber irgendwann nimmt er halt wieder die Jagd auf. Achtung. Schon krass, wenn man das hinkriegt. Weil das muss ja echt genial gut heimen. Oder meinst du, der ist nicht schnell genug, dass es ihn von allein noch erwischt? Keine Ahnung. Ja. Mach einfach mal jetzt hier. In der Episode 4 haben wir schon mal versucht, ihn in die Elektrosound zu locken. Bei Episode 4 war das. Aha. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee. Keine Ahnung. Ja, das war ja das, wo er von hinten kam, oder? Ja, aber das... War das ja ein roter Raum? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Da haben wir... Nee, das mit dem roten Raum war was anderes. Da haben wir vor so einer Kreuzung, vor so einem Elektrozaun gewartet, weil wir... Also wir sind ja von ihm weg. Genau, da haben wir es versucht und dann ist er von hinten gekommen. Ja, und dann haben wir gewartet und gewartet und auf einmal kam er von hinten. Dann haben wir geschrien, wie er spricht. Ja, genau. Ich glaube eher, dass er dort irgendwie so speziell getriggert hat, dass er so in euch spawnt. Sind wir Elektrozaun? Nicht schon wieder. Ne, ist kein Elektrozaun. Was? Ja, stimmt, da blitzelt. Ha, durchgekommen. Rückwärts. Ja. Yeah. Da ist er. So. Open the door, please. Vielleicht sehen wir heute zum ersten Mal Hey, hast du diesen Raum, wo man das mit den Atomraketen da einstellen kann, auch eingebaut? Ich glaube schon. Weil damit verstellt man ja, glaube ich, das Ende irgendwie. Ja, es gibt ja zwei Enden, einmal mit Atomrakete und einmal ohne. Genau. Ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachschauen. You need my help. I need your help. You have disabled the remote board control system. Now, I am unable to operate the doors. This
This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Microsoft Sam, oder? Your own life is in the way of escaping this through gateway, which is probably locked down. I, however, could unlock the doors to gateway if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Until then, I have no business speaking to you. Okay. Auf zum Electrical. Warte mal, da ist da. Was ist das? Kann man nicht rein. 6, 7, 1, 8. 6. Ne, warte mal. 7, 8, 1, 6. Oder? 7, 8. Ja, genau. 1, 6. Ist aber vom Doktor. Das wird nicht dasselbe sein. Würde mich interessieren, was hier von die Kombination ist und was dahinter ist. Das ist dieser Control. Zum Control Room ist da. GC? Soweit ich weiß, ist da drin so eine Art Monitor, wo man irgendwas lesen kann. Und ich habe das mal gelesen und das, also wenn man das liest, ergibt einiges in diesem Spiel schon Sinn. Also man versteht die Story besser. Aber man kommt ja nur durch diesen No-Clip rein, ne? Ja, also ich hab's mit No-Clip gemacht, aber keine Ahnung, wie das passiert ist. So, wo ist das hier noch? Das ist die 173, ne? Nochmal abgelegt. Irgendwie ist mir das noch nicht so ganz koscher. Er ist irgendwo. Oder es. Der Weeping Angel. Da kommen wir her, da waren wir. Jetzt machen wir mal zu. Ach genau, der war ja da. Gut aufgepasst. Ich dachte, ich kann ihn hier auch sehen. Mann, der kommt auch wieder. Der kommt nicht mal gut. Da war 682, ne? Keine Ahnung. Mach mal auf, bitte. So, auf zu Gate B, hätte ich gesagt. Ja, aber wo? Ja, der Weg, auf dem wir jetzt letztes Mal gestorben sind, wahrscheinlich. The doors to Gate B are now open. Doors to Gate B are now open. Du hast gar nicht so aufgemacht. Was? Ich hab mir die Map nochmal... Ich habe mir die Map nochmal angeguckt und ich habe also ich habe keine Atomraketen eingebaut. Okay. Okay. Genau. Wieso? Du hast den Schalter nicht runtergegeben. Natürlich, der hat doch gesagt, der ja, Doors... Schau bitte. The Doors to Gate B are now open. Da ist noch auf off. Ja. Hast du nach unten gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt. Soll ich es lassen? Ja. Ja, nicht, dass es da nicht funktioniert. Dann haben wir verkackt, Junge. Wir müssen jetzt nochmal neu einstellen. So, da war 600, ja. Das brauchen wir nicht? Ah ne, da waren wir vorne. Da war Fahrkarte. As far as I know. Six Videos noch. Nur noch 5. Und keiner schreit. Ja, aber ich hab ja gesagt, zum, ich rechne mit 5 ungefähr. Also, haben wir uns mal gestiegen? Ja. 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 Boah, und nein, bericht doch mal. Da, da ist ein Zaun. Na komm zu. Da können wir direkt hingehen. Ach so. Ich hab mir so ein bisschen hier hin. Aber wart nicht zu. Hier ist gar nichts mehr. Oh, geh dann. Wow! So. Fast wirst du. Nein! Du Idiot! Verkackt. Oh ja. Mann, ey. Machst du weiter? Ja. Machst du nochmal die oder machst du die andere? Wir machen die andere mal, oder?
Wir können dann, wenn die zu kurz ist oder so, kann man ja noch Zeit für die. Okay. Die nochmal. So. Na, knapp. Ja, sau blöd. Ergonomisch einrichten, ja. Ja, so. Ich finde ein bisschen schade, dass uns kein Viewer schreibt im Chat. Das wäre noch irgendwie schön gewesen. Das würde kurz ein bisschen abholen. Ja. Wir wünschen uns mehr Kommunikation mit unseren Zuschauern. Map Nummer 1, richtig? Ja. Ja. Engage. Ja, die Map Nummer 1 ist etwas kleiner. Ja. Hast du schon gesagt. Sie ist auch etwas besser. Das ist normal. Ja. So, also offen. Was war das, Junge? Hat dir gesagt, Martin Fox. Ja, aber von wo? Von wo? Ey, ihr habt mich mit eurem Geschrei erschreckt. Ja, du hast es ja noch gar nicht gesehen, genau. Krass. Das sollte eigentlich nicht passieren. Fantastisch. Ja, vielleicht können wir den irgendwie ab ausweichen oder so. Oh, meine Fresse. Oh, geil. Krass. Du sagst das noch, oder? Schon ein bisschen. Also diese Minecraft Cops, die kommen rein, weil ich JT relativ nah am Anfang eingebaut habe. Ich habe mich nur eingebaut. Doch, das ist mir Frage. Ich glaube, der steht hinter der Tür da. Guck mal so seitlich hin. Dann gehen wir lieber da hin. Ui, was ist das denn für ein Platz? Nicht, oder? Wir haben nicht gezeigt. Oh no! Ne, ist egal. Weiß ja gar nicht. Noch nicht. Der kann nicht hoch. Möglich. Den Baum habe ich schon richtig lange nicht mehr gesehen. Das könnte daran liegen, dass wir jetzt hier mal die Schreckchen spielen. Da war nicht drin, ne? Der sollte eigentlich da drin sein. Sex hat schon mal einiges zu tun, ey. Das zweite Opfer. Ah, cool. Cool. Aus der Box der Menschen ejected. Zweier. Ja. Was machen? Beide Keycards oder so? Ja, probieren wir es mal aus. Du hast ja behauptet, dass es möglich ist. Einfach alles, oder? Das ist zufällig. Schmeiß alles mal, ja. Und nur noch das Medipack. Ach, ja, das ist Navigator. Ach so, da hinten ist eins, ja. Das rechte. Ach so, ah. Ich dachte schon, irgendwas ist kaputt. Alles nein, was. Das will ich auch haben. Ich bin Origami. Glaube ich nicht auf Verify. Egal. 1 zu 1 oder so. Dann machen wir jetzt einfach. Nur Scheiß. Irgendein neues SCP kommt jetzt raus. Bin gespannt. Ah, wir haben Origami. Nein! Zweimal. Eine Nachricht. Was? Eine Nachricht? Beim Livestream eine Nachricht. Wenn ihr den Navigator auf High macht, könnt ihr zumindest die Map sehen. Ja, das stimmt. Also das stützt sich ab, aber die Map kann man sehen. Was ist der Unterschied zwischen Find und Verifying dann? Ach man, muss dann trotzdem Batterien noch reinfinden, oder was? Nein, also bei Find gibt es keine Batterieanzeige, aber ihr könnt die SCPs nicht sehen. Ach so. Ah, okay, also dann... Aber und auf Verify braucht keine Batterien und ihr könnt die SCPs sehen. Aber dann hängt das ja auch wahrscheinlich. Mhm.
Wir gehen uns aus. Hoffen wir mal, dass das Spiel nicht abschmiert. Geh aus. Sicher? Wenn, dann gleich. Oh ja. Ja, okay, es geht. Es backt auch nicht so, ne? Wenn du kannst auch deine Physik laufen. Wenn mit dem Ultimate, da ruckelt es ja so beim Laufen. Sind wir weiß? Achso, das sind Footsteps. Gut, was machen wir jetzt? Haben wir keine Karte mehr. Verkackt. Brauchen wir eine Karte? Einen Moment, ich check das mal ganz kurz. Ja, wir werden es dann nochmal sehen. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja. 1, 2, 3 und durch. Kamera einmal, ne? Du kommst ja aus dem Boden. Schauen wir noch, bevor wir... Doch, das haben wir aufgenommen. Ah, da kommt der jetzt mal. Das haben wir so spaßeshalber aufgenommen, ohne Absicht, das zu laden, gell? Ich weiß nicht, ne? Ich glaube, das war unser erstes Gameplay, das wir aufgenommen haben. Weil das haben wir auf jeden Fall haben wir aufgenommen, weil wir es dann auch sehr lange schon angeschaut haben, ne? Und das haben sie über die Zeitlupe lustig gemacht haben. Ich weiß gar nicht. Ich schon. Also ich weiß noch, was du meinst, aber ob das hochgeladen hat? Ich weiß es noch. Keine Ahnung. What is this? Gate B. Gate B, Junge! Also merk mal. Ja, wie merken die hier rein? Ja, wie denn? Scheiße, stimmt. Wir müssen ja erstmal... Ja, kacke, dann brauchen wir eine Kickerei, weil wir dann mal sitzen. Dann müssen wir reinkommen. Dann und in den Elektriker. Dann legen wir hier das Origami hin. Das ist genau für diese Situation nämlich gemacht. Für KSP. Wir gehen hier rechts. Bin durch. Nur, dass mir auch die Peinlichkeit passiert und dass ich da sterbe. Ja, das war schon bitter. Nein. Haben wir eigentlich schon Dinge hochgeladen? Ich weiß gar nicht, wie kommen wir. Sag's mir. Wait, ich glaube, das war schon hochgeladen. Ne? Wo du zu viel erschrocken bist. Ja. YouTube.com. Slash. Ja. Ja, der kommt immer, dieser Verschwörung. Okay, der kommt nicht. Wenn man 10 Finger kann, nicht, oder? Ja, auf einer Tastatur blind schlagen kann ich aber nicht. Ich meine, nicht, dass er eine andere Haptik. Also sind Sackgassen hier vorne, ne? Aber warte mal. Nee, Vape haben wir noch gar nicht hochgeladen. Wir müssen Vape hochladen, ne? Das ist ein ziemlich geiles Spiel. Oh nein! Kommt aus der Decke! War das ein Zaun, oder? Elektrozaun geradeaus? Nee, jetzt in die Kurve. So, wieder da. Kennst du Vape? Vapor, wer ist das? Ein Spiel. Horror-Game. Indie-Horror. Nee. Ziemlich cool eigentlich. Haben wir ein Video dazu gemacht. Starten wir, denke ich mal, heute Abend hoch oder so. Verkackst nicht. Ja. Sauknapp. Bist du nicht mal sauknapp? Nein. Ich habe einfach Skill und so. Ja. Jungs, ich hab gerade noch mal geguckt, wenn ihr eine Keycard wollt, müsst ihr wieder zum Anfang. Nein! Wie zum Anfang? Also am Anfang, wo ihr links gegangen seid, da war schon rechts. Vollkommen, genau, ja. Genau, da rechts. Also dann nochmal. Ja, dann lieber jetzt, wo wir noch etwas näher am Anfang sind. Ja, in Relation zu der größeren Map, die du uns geschickt hast, wie groß ist die? 50% oder 30%? Ich guck mal ganz kurz. Die zweite Map ist relativ kürzer. Weil die macht schon trotzdem recht komplexen Eindruck. Ja, das ist mir auch gerade. Naja, es gibt drei Hauptwege, links, vorne und rechts. Eine Seite ist Gate A, eine Seite ist Gate B. Gate B haben wir. Und die eine Seite ist Sackgasse. Da musst du dann vorne dann Gate B nochmal kennenlernen. Ja, da. Wir sind da an der ersten Kreuzung.
Ach so, ja, okay. Also der Anfang bei Gate A und Gate B sind relativ gleich. Bei beiden Seiten gibt es SCP-914. 2x914, warte. Ja, das kann man so oft einstellen, wie man will. So, nur jetzt zwei. Ich glaube nach links, oder? Ich bin das mal hingekommen. Ja. Also, ich hab ihn geholt. Ja, und da hast du offen gelassen? Nee, eigentlich. Ich zu wissen. Ach nee. Aber er kommt nicht mehr einmal drin, weil du hast ihn gemacht. Soll ich unseren Livestream mal auf Facebook sharen? Da kriegen wir ein paar mehr Viewer. Ist mir egal. Ja, ist halt so, oder? Guckt doch keiner. Ja, wollen wir gucken, wir haben jetzt 6 Viewer. 6. Ich hab 6 gesagt, das läuft auf Sendung. Mal die Zahl. Wo bin ich? Facebook kommt schon. Hier, oder? Weiß ich nicht. Da bist du auf jeden Fall durchgegangen, Mann. Nee. Ich bin gerade schon durchgegangen. Achso. Ich bin nicht zweimal durchgegangen. Keine Ahnung. Soll was sagen. Ja, stimmt. Ich bin auch von links gegangen. Oh, die haben den contained. Wow, Alter. Der steht da noch. Pass auf. Der kommt ja nicht raus. Guck mal, jetzt ist der. Oh, nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Der kommt. Der kommt durch. Jungs, man kann eure Facecam nicht sehen. Ah, warte. Geht gleich weiter. Hoffe ich. What the fuck, warum haben die ihn jetzt so schnell contained? Ach, die Karte habe ich hier. Ach, wir haben beide ja verkackt. Ach nein. Ist da noch eine? Nee, nee. Alex B hat sein Livestream. Ich leb noch. Ja, du kannst auch nicht fliegen. Hat das Medikit, nimm die Flasche. Ah, die Flasche, genau. Bleeding her, oh, verkackt. Warte fest, dann geht gleich wieder. Ich lebe noch. Ja, und jetzt? Ah, wir haben doch die rein, oder? Damit kann man doch, fühlt man sich doch besser. Nee, auch nicht. Du hast noch ein bisschen mehr Stamina. Und mittlerweile verblutet die und stirbt. Das ist Gott für dich. Ja, wo müssen wir eigentlich hin am Anfang? Die Facecam ist wieder aktiv. Wo müssen wir denn überhaupt hin, um die andere Karte zu kriegen? Hier irgendwie? Am Anfang seid ihr links gegangen, jetzt müsst ihr rechts. Ich lebe noch. Vielleicht finde ich irgendwas, so ein Medikit. Ach man, warum haben wir das Medikit eigentlich in den Kinn halten? Flandre Scarlett hat geschrieben, wenn ihr die Pille habt, könnt ihr auch Wunden heilen. Und wir sind tot. Geil. Was hast du genommen? Kann ich von allein? Ich sterb grad, Mann. Verstehst du es nicht? Ich hab die was genommen. Halt ihr auch einen Herzschlag? Ja. Dann dauert es nicht lang, oder? Der kniet doch irgendwie. Du hast Ducken gedrückt. Hab ich den einen, oder? Nee. Hab ich lebe noch. Oh, das wird knapp. Wo ist denn die Key-Karte? Ah, ist nicht drin, das ist gut. Ach scheiße, ich sterbe, Mann. Der soll, denke ich, drinne sein. Ja, war schon das zweite Mal nicht. Nee, am Anfang war er drin, aber dann... Ich glaube, weil er der contained wurde. Das kannst du ja klar, wenn er contained ist, dann kommt er... Ach klar, ja. Die haben den Kuchen und unsere Sicht. Hey, es geht wieder. Wir heilen uns. Oh nein. Das war die Ruhe. Das war so eine kurze Euphorie vor dem Tod wahrscheinlich. Was steht denn als Todesursache? Being shot by... Nee, died after... Blood loss after being shot by Nine-Tailed Fox. Ja, verbluten. Ja gut. Wollt ihr nochmal die neue Map spielen? Probieren wir nochmal die neue, ne? Das war die neue, ne? Ja doch? Ja. Yep. Aber nochmal, würde ich schon sagen. Also die neue Map ist relativ einfacher. So habe ich das immer eingestellt. Okay, fand jetzt nicht schlecht eigentlich. Wir haben wieder. Wir sollen jetzt Console Command Read eingeben. Ja, das hat Alex B geschrieben. Genau. Ich glaube, da kommt das Lied, dieses Lied, wenn man diesen Joint raucht. Ah. Hey. Wenn wir Console-Commands benutzen, weil da kommt ja, wenn wir es durchspielen, kommt dann... Ja, ist doch egal.
Mach mal. Ah, egal. Mach. Ist eh eine User-Map. User-Map, da kann man auch... Ich freue mich, dass der Alex wieder dabei ist. Grüße an dich. Ich bin nur noch geduckt, aber ich... Wie ist denn das? Ah, hier steht es. Wenn man den Lied eingibt, spawnt um einen herum Joint. Ich gebe Lied ein. F3. Ich F3. Und F3. Oh yeah, ja. Soll ich einen nehmen? Einen? Oh yeah. Oh, mein Inventar ist voll. Knall dir das Zeug nahe. Krass. Smoke some weed. That's some good ass shit. Jawoll. Ah, ich noch was, der kommt. Oh, ich hab gar keine Wirkung. Keine Wirkung, hier noch ein. Ja, hallo, wir wollen eine Wirkung. Ja, warte, ich brauche eh noch ein bisschen Platz hier. You cannot carry more items. Whoa! Whoa, 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 whoa! Man, oh, I need hallo. To take a nap. Fuck. Ah, yep, jetzt stirbt ihr. Nein! Was steht da? Found in a... So, in einem komatösen Zustand. Hat irgendwas wie eine Zigarette gehalten. Und ein breites Krass. Grinsen. Breites Grinsen. Geil. Das muss man sich mal vorstellen. Und tot halt. fuck. Also dann probier's nochmal. Nicht zu viel. Aber wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ist es ja auch nicht möglich zu lächeln, wenn man tot ist. Weil man dadurch ja die Muskeln anspannen müsste. Und wenn du stirbst, dann erschlafen ja alle Muskeln. Außer dich hält einer so lange so fest, bis du... Die Totenstarter bekommst. Tesafilm. Dann bleibst du so. Drogentoter. Ah, das ist alles gut. Und als ich die Map angetestet habe, kam es mein Kind. Ich krieg gar kein Wort. Ja, als ich am Anfang... Warte. Wow. Scanning, was ist vorbei. So, jetzt kannst du wieder sprechen. Ja. Als ich die Map angetestet habe, war das halt so, dass der Nighthawk Fox am Anfang nicht da war. Ja, der also dieser, gemacht, oder? Und dieser Announcement kam, aber dieser Soldat kam nicht. Nein, hast verkackt! Boah! What did you do? Ja, das ist in dem anderen Raum gespawnt, deswegen ist er jetzt nicht mehr da. Es gibt nur eine 773. Sportikarte, ne? Boah! Alter. Knack. Jetzt musst du nicht rauslocken. In die Schleuse oder so. Ich hätte ihn jetzt in die Schleuse gelockt. Boah! Boah! Ich mach nochmal zu, oder? Oh mein Gott. Immer gespannt auf die Aufnahme, ey. Nein! Kommst du vorbei? Nein! Guck dich, oder? Nee. Nee, genau. Von Halsschmerzen, ey. Vom laut aus dem Hals. Der geht nicht mehr weg, Mann. Soll man da reinlocken? Junge, das geht nicht, da sterbe ich, oder? Weiß nicht. Probier's. Oh, der ist weg! Hier ist nochmal eine Nachricht von Flan Scarlet. Moment. Glotzen. Ah ja. Hä? War schon bei einem? Hä? Das Jay ist doch der Joint. Ja. Das ist P24 Jay ist der Joint, aber bei einem stimmt mir noch nicht. Also soweit ich weiß, ist es so, wenn man zwei hintereinander raucht, dann stirbt man. Ja. Ja. Wir haben ja schon öfter Joint genommen. Ja, klar. Also im Spiel. Das war bis jetzt immer überlebt, glaube ich. Dann kam die Melodie und dann irgendwann war es dann wieder normal. Ich probiere es jetzt nochmal. Mit Joint? Boah. Nee, komm, lass. Hey, mal ein, oder? Console Command. P24.
kriegt doch nichts. Na gut. Was? Er hat es eben getestet, wenn man zwei Johns hintereinander nimmt, dann passiert nichts. Ich habe glaube ich drei oder so. Das kann sein, ja. Das klick, 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 klick. Ja, eben. Whole Task Force Unit 910 Fox is in a good facility. Nehmen die Joints immer in so einer Aussichtslos-Situation. Okay, mit SCP über 3.5. So, jetzt. Läuft weit, ah, guck mal, hier steht es. Ihr müsst auf Item Name im Inventar achten. Es gibt SCP-420J und Joint. Ah, okay. Wow, Junge. SCP-420J können wir nehmen, aber bei einem Joint sterben wir. Unlogisch. Hm. Joint müssen wir eigentlich gegen alles heilen, oder? Keine Ahnung. Was laberst du gerade? Warum solltest du heilen? Kennst du nicht medizinisches Marihuana? Ach so, und es heilt alle Krankheiten, oder? Ne, heilen ist nicht direkt, aber sagen wir mal so, es ist nicht wirklich schädlich. Das kannst du nicht brauchen. Es heilt Hodenkrebs. das würde ich jetzt auch nicht so behaupten, aber es hindert zumindest die Symptome. Komische Schmerzen oder Tourette-Anfälle. Ja. Ohne Chance. Ja, also das mit dem Hodenkrebs war so, das gab eine Folge bei South Park. Ja, gut. Das ist natürlich wissenschaftlich alles korrekt und so. Das South Park ist schon geil. Falls jemand die Folge kennt, kann es immer ausschlagen. Ja. Also, wir machen nochmal einzeln, okay? So. Mach alles aber ohne Origami diesmal. Oh. Ich bin am Drücker. Ja, so. Wer kennt die Folge nicht? Got it. Alex B. schreibt, Hodenkrebs steht leider nicht in SCP 1025. Ach so. Hat er irgendwie recht. Gibt es eine Liste mit Krankheiten, die man bekommen kann? Also wir hatten jetzt nur Cancer of the Lungs und dieses Heart-Dingsbums. Das war aber kein Herzinfarkt, sondern... Irgendwie sowas. Moment, ich guck mal kurz nach, was für Kranken es gibt. Meine Mama möchte, dass es ihm quasi hinten abholt. Cool. Wird ein bisschen knapp, oder? Vorbeigehen. Wir können machen, ich kann sie abholen, aber mit deinem Livestream wird es halt dann. Dann sind wir halt höchstens mal 15 Minuten weg oder so. Mhm. Dann machst du auch einen Livestream. Ja, will ich doch was machen. Hab ich wusste, oder? Hast du mir gar nichts gesagt, ne? Ja, wir können ja so machen. Ja, ich mache. Also wir können ja so machen, falls ihr weggehen müsst, könnte ich ja irgendwie so ein bisschen vorfahren. Ja, klar. Also falls die Zuschauer drauf Bock haben. Machst du? Gut, ja, Mann. Ja. Habt ihr Bock, oder? Ja, für die Zuschauer, die den Gamer 36 kennen, was ich aber mittlerweile nicht glaube, weil wir schon die letzten 4 Maps gespielt haben, nach unserem Livestream macht er einen Livestream. Bei dem wir auch so wie er jetzt bei uns dabei sein werden. Weißt du, wo ich lang muss? Ja, du kannst ja da eigentlich mal Vapor spielen, oder? Oh ja. Das ist ja irgendwie cool. Also ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht, ich könnte mal gucken, ich komme mal kurz irgendwie so was geht. Also du kannst auch Slender spielen, wenn du willst. Aber wenn Vapor ja. Ist schon geiler. Aber ich glaube, die Zuschauer sind wegen SCP hier. Okay. Dann spiel SCP. SCP ist immer gut. Links oder rechts? Ah, hier steht, es gibt 5 Krankheiten. Common Cold, Chickenpox, Cancer of the Lungs, Appendicitis, Asthma und Cardiac Arrest. Appendicitis? Das ist Blinddarm. Hast du ihn gesehen, Mann? Was? Ja, aber ich hab einen Tailfox habe ich gesehen. Appendix-Dingsbums ist Blinddarm. Ah, Blinddarmentzündung. Was war das erste Cold oder sowas, ne? Common Cold. Ja, das ist eine Erkältung. Ja, schon wieder. The fuck? Solange es dunkel ist, darf der eigentlich
und sich töten, oder? Ist es vielleicht, weil ich die Gasmaske auf habe? Bis Bug? Oder weil keine Ahnung, hatte ich dieses letzte Mal auch auf? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Könnte sein. Also keine Ahnung, warum das ist. Machen wir jetzt noch eine Runde Stander oder machen wir an der Stelle schon mal Schluss? Oder sollen wir nochmal Vapor spielen? Ich hab's ja auch noch nicht gespielt. Ja, spielen wir Vapor? Aber wir haben unser erstes Game noch gar nicht hochgeladen. Ich würde erstmal das hochladen, oder? Komm, Vapor, komm. Vapor? Mach Vapor. Ist okay. Wir wissen selber noch nicht genau, worum es in dem Spiel geht. Es gibt irgendwie drei Landmarks oder so, ne? Mhm. Mit Hinweisen. Da muss der Configuration. Fantastic. Fantastic. Natürlich. Ein weiteres scheiß Unity-Spiel. Wer hat das geschrieben? Zu diesem Labyrinth-Spiel. Ja, das war auch nicht so schön, aber das ist echt gut. Muss mich hier meine Mama antworten. Die Cam ist, glaube ich, kurz weg, ja. Es geht gleich weiter. Und wann hat die geschrieben? 1855. Ah, hier steht. Hyperactivus hat geschrieben. Ah, ein weiteres scheiß Unity-Spiel. Ja. Boah, what the fuck? Geht's denn endlich los? Also so in 15-20 Minuten muss ich mich auf den Weg machen. Ich versuche mich zu beeilen. Also war der Cam sagt. Cam wird gestartet. War die Steuer nächstes Mal auf und schwer ging? Weiß ich nicht mehr. Die war auf jeden Fall scheiße, ja. Wir müssen dem Licht erstmal folgen, denke ich. Aber alle und unser Livestream, der hängt über Nacht, glaube ich. Ne, ich sehe jetzt gut noch den Desktop. Ja, ihr auch. Das Spiel kann man nicht sehen. Oder über Text spielen. Ja, da, gut, da sind wir noch nicht. Das ist hier noch nicht. Schade. Ja. Das überträgt das Spiel nicht. Das Spiel ist nicht kompatibel mit Split. Gut, dann spielen wir Slender. Slender? Slender, eine Runde. Das alte? Ja, klar, das alte, oder? Ja, okay. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, was hältst du davon? Ja, warum nicht? Schon ewig nicht mehr. Wird bestimmt lustig. Fantastic. Fantastic. So. Entschuldigung. So. Okay. Wenn man auf das überhaupt geht, weil das ist ja auch Unity. Man sieht noch nicht, ne? Man sieht nichts. Ach Mann! Vielleicht probiert mal im Fenstermodus, vielleicht sieht man es ja dann. Ja, dann müsste es eigentlich gehen. Im Fenstermodus ist es zwar nicht so toll, aber naja. Verschieb das mal. Sieht man? Ja, man kann es ja oben andocken, oder? Geht das nicht? Ah, okay, so ist besser. Es ist halt ein bisschen semi-professionell, aber naja, lass mal skaten. So, bekomme ich es noch hin. Hast du eigentlich einmal alle Seiten? Nein, oder? Nee, auch nicht. Es gibt so eine spezielle Map in Google. Ja, die haben wir immer benutzt. Das heißt immer. Naja, am Anfang. Jetzt übertreiben. Am Ende haben wir ja gewusst, wo es lang geht. Ja. Aber wo sind wir mal lang rechts? Links. Zu dem Turm. Du bist jetzt mal rechts gegangen, jetzt musst du links. Da geht's dann zum Haus. Genau. Also soweit ich weiß, sollte man am Anfang immer zum Haus gehen. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall. Weil wenn du schon hinter einem her ist, dann ist es scheiße da. Ja, jetzt geht's wieder zum Turm, da war ja, doch... aber du musst doch hier... Da, das ist der Weg zum Haus, Dings. Ach so. Du bist am Anfang schon rechts gelaufen. Beruhig dich, Junge. Nee, ich regne jetzt über dich auch. Renn mal ein bisschen. Wir haben doch keine Zeit. Also seht ihr nichts, ne? Ja, lass die das Flashlight an. Flashlight mit E. Ja, mit E. The House of Horror. Ich weiß nicht, in frühen Versionen, da sind wir viel mehr erschrocken. Ich weiß nicht, ob die Schockszenen da besser waren. Weil wir uns früher... Oder ob wir einfach abgehärtet sind mittlerweile. Weil wir uns früher 20 Mal umgedreht haben.
kann ich jetzt auch. Ja, okay. Ja, wenn wir uns jetzt umdrehen, da kommt nicht immer dieser Klaviersound, wobei man erschrickt. Wenn man nur Spender sieht und es nur so ein bisschen rauscht, dann erschrickt man nicht, finde ich. Ich brauche diesen Sound dabei. Stimmt. Kann mich ein paar Mal umdrehen. Wenn ich es nervlich hinbekomme. Alles easy. Keine, oder? Es gibt ja auch bei Slender The Arrival diese Map. Ja. Als Genesis heißt die. Genesis, ja. Ja. Genau. Aber da haben wir es geschafft. Ich hab's Genesis genannt, du Genesis. Ne? Und du nennst es jetzt Genesis. Ja, ich tue das selber. Jetzt müssen wir uns auf was einigen. Einigen wir uns auf Genesis. Ja. Genesis, genau. So. Ist der letzte Raum, oder? Ich habe jetzt hoffentlich nichts falsch gemacht. Hm. Keine Seite. Ja, schade. Das ist ja schade. Das Alex B. fragt, kennt ihr Dream of the Blood Moon? Nee, kennen wir nicht. Nee, hab ich nie gehört. Hab schon mal gehört. Sag mir jetzt aber spontan nichts. Ja, und wo sind wir danach immer hingegangen? In den Tunnel? Nee, falsch, oder? Fuck. Ja, ist das auch so ein Indie-Horror-Spiel oder was? Google das mal. Ich glaube, ich schlag gleich zurück. Oder so, ja. Also, ja, ist es gut? Ist die nächste Frage. Ich habe eine Page. Ja, aber du. Disconnected. Das war das hier. Ja. So. Oh, jetzt? Weißt du es zufällig? Nee, ich habe gerade die Aufpassung gesehen. Bitte tun. Vom Haus an. Boah. Dieser Blitz aber ohne Blitz, ne? Boah. Der Blitz am Easy, da stecke ich am meisten. Weil der so total plötzlich kommt. Da kannst du einfach nicht drauf vorbereitet sein. Sorry. Oh, Mikroprobleme. Das war Mic Accident. Warte mal, geh mal die Maus kurz hoch. Ah, wir haben 7 Viewers. 7. Ey, ich bin gerade vorbei. Nein! Oh, das stimmt. Jetzt läufst du zu dem hin, weißt du das? Oh. Tod 3, 2, 1. Rektal insertiert. Rektal eingefügt. Rektal. Darf man das nicht sagen, ja? Nur Rektal ist ja der medizinische Begriff, ich glaube, den darf man sagen. Eben. Rektal. Slenderman ist ein Proktologe. Genau. Für eine Darmspiegelung. wenn du zu dem hingehst und da eine Prostata-Untersuchung durchführt, dann zieht er sich erst mal so einen Taucheranzug an und sagt, Achtung, es könnte gleich etwas ziehen. Fuck man, der ist vielleicht schon richtig nah dran. Warte, da wird diese Rolle noch nicht durchmachen. Das kann sich plötzlich nur kurz umdrehen. Hallo, Mehmet Geilo. Hat ein Chat geschrieben. Hallo. Aber den Namen nicht gehört. Ist da einer von dir? Ich glaube schon. Abonnieren, abonnieren. Wo? Okay. Ja, bei 100 Abonnenten darf nicht mal online gucken. Also so unsere Stammkommentierer. Ja, am Anfang haben wir die ganzen Namen gekriegt. Ja. Erstmal Schiedsereich. Schiedsereich. Nee, schon nicht. Aber freut uns, dass du dabei bist. Wie lange haben wir denn überhaupt? 6. Ah, Schweiz. 6. Ist wieder einer abgesprungen. Na dann, Gustav. Zieh mal.
Oh, Sieben! Sieben, ich freue mich. Wo warst du da? Nein, da war ich schon, oder? Da warst du schon, ja. Fuck! Wie viel hast du überhaupt? Drei? Drei, ja! Super! Und dann laufe ich. So, ich guck mal, da war ich wieder kein Traum. Einen Moment, Jungs, ich komme gleich wieder. Schwach. Tja, wir waren mal besser. Was uns so die letzten paar Mal, als wir das noch gespielt haben, da haben wir 7 Seiten geschafft. Also, jetzt haben wir hochgeladen, hab ich dann gesagt, boah, 7 Seiten, Mann. Genau, Vorfall. 7 Seiten, Mann. Die Jungen haben wir, glaube ich, nie gesagt. Ja. Aber die Jungen haben hier unsere ersten Missionen Folge ganz oft gesagt, haben wir dann auf 50 Subscribers wird dann wieder hochgeladen. Den Zähler. Junge. Ding. Ding. Ja, kein Plan. Twitch und Justin ist glaube ich dasselbe. Wer macht das? Mehmet Geilo immer noch. Weil wenn du auf twitch.tv/4ringhd gehst, kommst du automatisch auf dieser Seite. Das ist super. Was steht da? Ich bin hier auf das Ding geplotzt. Warte, dann sehe ich hier vielleicht. Ja, das Stream ist übel dunkel. Okay, das ist da auch. Sieht man noch was auf dem Stream? Kaum. Und die Leine. Das ist schade. Ja, irgendwie erkennt man so einen Baum, aber... Die Taschenlampe ist nicht schwarz. Leuchtet ein bisschen auf den Blick, dass man auf den Film was erkennt. Da ist nicht so übertrieben, aber hat so... Ja, es ist relativ dunkel. Hat gerade im Hintergrund so ein Mädchenschrei gehört. Ja, das nicht gehört. Ich glaube, das passt nicht. Ich bin allein zu Hause. Merkwürdig. Bist nicht allein. Ich voll verwirrt, aber irgendwie schön damit. Das ist aber weit weg, warte. Na los, Sandy. Schwächelst. Sag mal, wo ich lang muss. Bleib links. Eine Richtung orientieren. Das heißt nicht links, rechts, links, rechts, sondern in eine Richtung hier. Wo war es jetzt schon überhaupt? Moorkreuz, Pfähle. Haus, Kreuz, Pfähle. Tunnel. Bei 3 war was aus. Okay. Dann fehlt Turm, Baum, Steine und Container. Jetzt stimmt, also entweder du gehst zum Turm oder du gehst zum Baum. Zum Baum und dann drehst du zum Turm, oder? Jungs, ich glaube, ja. Der Game Sound ist ein bisschen zu laut. Der Game Sound ist zu laut. Also dort steht im Chat. Alter. Zu laut. Wir können auch ein bisschen lauter reden. Reden wir jetzt lauter und du machst einfach dein Lautstärke. Fertig. Drei Seiten, das ist ja peinlich. Das ist echt schwach. Immerhin etwas. Schwache Leistung, schwache Leistung. Es gibt auch Leute, die mit 0 Seiten gestorben sind. Ich verkneife den Kommentar. Besser ist es. Ich glaube, das war's für heute, oder? Ja, zumindest von unserer Seite. Von unserer Seite. Aber war doch cool, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine geile Aktion und so. Können wir eigentlich öfter machen, so. Oder zumindest zusammen eine Folge aufnehmen. Mhm. Das hat mich auch echt gefreut.
So, jetzt sind wir da auch jetzt sind wir im gestorben. Stream gestorben. Okay. Sehr gut, dann sind wir jetzt erstmal so eine Viertelstunde weg. Viertelstunde, 20 Minuten. Gut. Machst du den Livestream jetzt gleich oder? Ja, also ich stelle es jetzt noch kurz ein. Ich kann ja kurz den Link posten. Ja, dann kannst du da in den Chat posten, genau. Dann lassen wir das einfach mal so laufen. Vielleicht. Ja. Und dann, wenn wir wieder zurück sind, dann stoßen wir dazu. Also, ich muss mich jetzt nochmal anmelden, aber ich habe darauf keinen Bock. Könnt ihr das kurz machen? Was anmelden? Nein, den Link posten. Bin gerade zu faul, um mich anzumelden. Ach so, ne, du musst du, ach so, Ding, ja, okay. Link Chat. Können wir machen, ich sehe meine Maus nicht. Ja, mach mal hier das. Go back. So, was sind wir denn? Ah, ich kann sie hier machen. Das ist twitch.tv, gell? Ich probiere es einfach mal. Twitch.tv. Twitch.tv/dagamer36 müsste das sein. So, ich probiere es mal eben aus. Sieht gut aus. Läuft, Junge. Sieht gut aus. Ist sogar auf Twitch. Weiß nicht, warum es bei mir auf Ding umgeleitet hat. Ich glaube, ich habe auch Twitch gemacht. Bei Kann man mich YouTube sehen? im Link-Video. Lädt noch. Es steht aber live da. Jetzt kommt Werbung. Regelschmerzen? Dolomien für Frauen. Kommt da. So. Regelschmerzen und Und Krämpfe. Krämpfe. Dolomien für Frauen bei Regelschmerzen. Das Leben ist zu schön für Schmerzen. Zu riesigen Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen Sie ernst. Aber so. So, ich sehe mich selbst. Ja. Ah, jetzt. Wir sehen dich auch. Aber dein Bild ist noch schwarz. Ja, das habe ich kurz. Das habe ich gleich. Also So. ihr ganzen Zuschauer, sechs sind noch an der Zahl, geht mal hier auf den TheGamer36 Kanal. Da geht's dann weiter. Ich glaube, wir melden uns an der Stelle ab. Ja, wie gesagt, es gibt heute noch im Laufe des Abends Vapor, oder? das Vapor Gameplay. Laden wir noch hoch. Könnt ihr euch drauf freuen? Ja, also das ist schon ein geiles Spiel Das ist eigentlich. übel. Ja, hat Spaß gemacht. War noch ein paar Schocker drin. Vor allem von dir. Auch wenn man es am Anfang nicht denkt, ne? Schaut am Anfang, schaut es eigentlich ganz, ganz ungruselig aus, aber dann. Ja. Okay. Ja, So, danke, dass ihr ich wollte mal dabei kurz fragen. wart. Ich habe jetzt nochmal eingestellt. Sieht es im Livestream besser aus? Moment. Muss ich glotz. Wir sehen ein Bild, aber nicht das ganze Bild. Das ist irgendwie komisch. Ah, jetzt sehen wir was. SCP. Okay, alles klar. SCP 106. Genau. So, Jungs, ihr habt das letzte Wort. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Thanks. Wir überlegen, ob wir sowas in Zukunft, was heißt, wir überlegen, wir machen sowas in Zukunft bestimmt nochmal. Wir haben jetzt das ganze Zeug aufgenommen. Wir gucken mal uns selbst nochmal an, wie Ja. es so gelaufen Ja, ist. ich denke, wenn es so hinhaut, dann würde ich das Stream-Video auch auf YouTube hochladen. Ja. Dann kann ich das jeder, der nicht dabei gewesen sein konnte, wollte, was auch immer. Wir sind hier für parallel noch andere, zwei andere Livestreams. Ja. Von Gronkh, glaube ich, und noch irgendwas. Ja, von Gronkh und Saratza. Ja, den zweiten Habe ich Rechten. gelesen. Und ja, für die, die das andere bevorzugen, können wir das dann nochmal hochladen. Also, soweit ich weiß, waren es 50 Leute, die zugucken wollten, nur allerdings waren halt so wenig dabei. Ich glaube, viele hatten nicht so viel Zeit. Das wird auf jeden Fall gepostet. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann stoßen wir da später bei dir dazu. Es lädt immer Yes, noch. okay. Bei uns sind die Ladezeit nicht so lang, oder? Nee, bei uns geht's schnell. Also schnell, es geht immer noch langsam, aber. Ja, aber vergleichsweise. Ah, du musst drücken, oder? Genau, da steht Press Any Key. Ja, ich weiß. Gut. Alles klar. Also ihr bleibt noch im TS drin, nicht wahr? Ja, wir sind jetzt Okay. nur eine Viertelstunde AFK. Afk. AFK sind wir. Gut. Das heißt, wenn du Jo. irgendein schreiendes Kind hörst, das ist mein kleiner Bruder. Schon okay. Ja,
Wenn er reinkommt und sagt, alles klar. Ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir. Okay. Gut, okay, dann. Dann bis später. Macht's gut. Ich mach mal hier auf Ding. Broadcast. Ende.